herzlich willkommen zu Planei TV. Wir befinden uns hier direkt im Zielstadion der Planei, wo heute tausende Fans bei der Damen- und Herrenabfahrt mitfieberten. Perfect, I'm finished 6. I'm very happy to be here and for the next year, for the World Championship. That will be a very good downhill and very good race. Bist du sehr schön? Ist eigentlich super hergerichtet worden für die Verhältnisse, was momentan sein. Und jetzt haben wir es mal gut umgeschaut. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft schnell fahren kann. Ja, es ist unbeschreiblich. Also unglaublich, dass ich das erreicht habe. Das ist ein Riesenstein im Herzen gefallen und natürlich vor den ganzen Leuten auf der Planei. Das ist ein Wahnsinn einfach. Da wird heute ordentlich gefeiert werden. Wird auf jeden Fall heute noch nicht allzu schlimm, weil morgen noch der Super-G ist. Aber ich glaube, die Partys werden extrem gut werden. Wie war es für Sie, die letzte Abfahrt zu fahren in Ihrer Karriere? Wie fühlt sich das an? Ja, wenn das Publikum so großzügig mit uns ist, ist immer schön. Und ich habe eigentlich die ganze Woche Spaß schon gehabt. Und es ist leider in die Hosen heute. Ich bin nicht so wie nach Wunsch gefahren. Und, ja, die Enttäuschung, sportliche Enttäuschung ist ein bisschen da, aber sonst die Freude ist da. Ja, es war sehr schön zum Fahren und im Ziel ist dann, also Atmosphäre ist super, so sehr guten Tag. Also gut ins Ziel getragen worden vom Publikum. Sehr gut, es ist, also eben beim Skirennen in Österreich ist immer super Stimmung und nein, ist sehr schön hier. Herzliche Gratulation zu Ihrer tollen Abfahrt, wie war es denn für Sie? Ja, sehr, sehr gut. Also mit dem Abschluss kann man leben, auf jeden Fall. Und ja, Respekt an die Streckenarbeiter, die haben gut gearbeitet und die Piste war in einem super Zustand. Perfekt. Now a little bit warm today but than yesterday, but for the next year for the championship it will be very nice, I think. It's nice slopes with many bumps and no, a little bit long for the legs, but okay. All the time in Austria, it's for ski World Cup, it's just perfect, like Kitzbühel or here, it's just amazing, so we like it, it's fun. It's a beautiful course and a beautiful track, amazing fans here in Austria, and I love skiing in sunshine, so it was a nice day. Ich bin sehr zufrieden, wie der Abfahrts-Weltcup ausgegangen ist. In der Abfahrt haben wir einen dritten und einen fünften Platz, Klaus siebter. Es ist okay, aber ich denke, normalerweise haben wir ein bisschen mehr drauf. Und was wird man sich für die WM dann vornehmen? Mehr als das heutige Abfahrtsergebnis. Wir werden jetzt eben versuchen, dann nächstes Jahr so viel wie möglich hier zu trainieren, um uns gut auf den Hang einzustellen. Und wir haben schon einiges vor. It was a lot of fun. I'm excited for World Champs next year. I think it's a good course. How was the public? This is great. I think one of the best races and the best time to be a ski racer. It's really cool to see everybody. Es war super, Podium im Abfahrt, erste Mal in dieser Saison und ich bin sehr zufrieden. Und es geht super. Es ist super Arena hier. Leute in Austria sind immer sehr nett und die Kinder schauen immer für Skifahrer. Und ich fühle sehr gut in Austria und es ist super, hier zu fahren.